Heute wird ein ganz besonderer Tag. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Mich besucht heute ein Kollege, der schon richtig lange nicht mehr hier in der Bachstelze war. Der Ralf kommt rum, der Ralf Zachel. Ich will ihm ein bisschen meine Heimat präsentieren und auch zeigen, wo ich meine wunderbaren Produkte alle herbekomme. Wir wollen noch was Schönes einkaufen und gemeinsam später was kochen. Ich habe ein paar Freunde eingeladen. Und jetzt ist erstmal die Frage, ob er wirklich pünktlich kommt. Mensch! Na? Servus! Schön, dass du da bist. Hi, was nehme ich nicht da, oder? Nee, ey. Sehr gut. Ich frage mich auch, das sind jetzt 3 Jahre her. Ich freue mich total, dass du dir mal die Zeit genommen hast. Ich kenne ja den Garten auch gar nicht. Ich kenne den Garten ja schon, ja. Aber da war es immer total dunkel, als ich hier ankam. Es war ja dann immer erst abends um 11 oder um 12, wenn wir uns hier getroffen haben. Und man sitzt hier schon so wie der König, gell, unter dieser Kastanie hier. Ich finde auch, also weißt du, mir selber geht es ja so. Wenn du dann hier die Treppen hochkommst, siehst das alte Haus mit dem roten Backstein. Ich finde es ja selber auch noch so gemütlich, ist irre, obwohl ich hier wohne. Aber natürlich, wenn man es so schön erwischt hat, würde ich auch nicht irgendwo anders wohnen wollen. Aber ist ja tatsächlich so, dass du heute nicht da zum Kaffeetrinken hergekommen bist, oder? Weil nee. Ich habe tatsächlich noch einiges vorbereitet. Ich will dir ja die Vielfalt Thürings so ein bisschen präsentieren. Und komm mal mit, ich habe noch eine schöne Überraschung für dich. Ach, das hört sich toll an. Das soll eine kleine Überraschung sein. Ja, schön, oder? Das ist ein Monster. Wir wollen ja heute ein bisschen einkaufen fahren. Ich will dir ein paar Sachen zeigen. Und ich dachte, Mensch, so ein Spielzeug könnte Ralf noch gefallen. Mhm. Und jetzt? Avanti, erscheint. Hier ist nämlich die Krämerbrücke und das schiebt man hier. Was heißt Krämerbrücke? Das ist im Grunde das Herzstück von Erfurt. Es ist tatsächlich so, dass du dich hier, wenn du hier einen Laden haben willst, dich bewerben musst. Wichtig ist immer, es muss handwerklich sein, es muss immer so einen Hintergrund haben. So einen künstlerisch wertvollen Anspruch. Oh. Und jetzt ist es so, dass wir hier hinten so Goldhelm gehen. Ja. Zum Alexander, der Schokolatier, den besuchen wir jetzt. Holen uns ein bisschen Schoki ab. Die Tonne Schokolade. Genau, komm rein. Hallo. Schön, euch zu sehen. Hier, Ralf. Cool. Ich habe schon ganz viele Sachen von dir gehört. Maria hat mir so begeistert von dir erzählt und sie hat auch echt nicht zu viel versprochen. Wirklich, hier Brückentrüffel legendär. Ultra wichtig. Damit hast du angefangen, Alex, gell? Genau, also Brückentrüffel ist so eines, glaube ich, der einfachsten Rezepturen, der ersten Rezepturen. Mittlerweile bin ich ja, wird mal, wie es als Koch so ist, gell, nur ein bisschen mehr freakiger. Also von der Idee bis zu dem, wenn ich dann irgendwie Bock habe auf eine neue Schokolade, das Rezept zu machen und dann einfach dann die Verpackung dazu und wenn du es dann in den Händen hältst, wie ein Essen, was fertig ist und sagst, es ist perfekt, weißt du, dann ist das geil. Und mit Schokolade kannst du natürlich auch durchdrehen, gell? Das machen wir Nougat auch selbst, ja. Wir wollen das alles alleine machen und dann, ja, wenn es den Leuten dann auch schmeckt, ne, ist ja, muss ja auch nicht gleich das Gleiche sein, ja. Also wenn dann die Verpackung gut ist und es würde nicht schmecken, wäre auch doof. Das ist schon meine Ambition, dass es passt, weißt du. Ja, wirklich. Es muss schmecken vor allen Dingen. Kommt mal mit. So, das ist jetzt hier die Nougat-Sauerkirsch mit dunkler Schokolade, 73% aus Peru, Quilabamba. Letztes Jahr war ich in Ecuador, mega geiles Land und 2 Plantagen gecheckt, die so tollen Kakao machen. Und dann haben wir jetzt die Peru und Ecuador, High-End-Kakao, für uns wirklich wichtig, dass der Kakao schmeckt. Ne? Wir reden jetzt von wirklicher Schokolade ohne Zusätze, einfach Kakao. Machen das von der Bohne an, bin ich auch echt stolz drauf. Ja, und dann eben halt verschiedene Sachen, jetzt mit dem eigenen Nougat noch und den Früchten auch. Die Säure finde ich geil zu dem Nougat. Das macht ein gutes Produkt aus. Mhm. Also es ist nicht nur kurz, man nach was schmeckt und es ist weg. Maria, du hast echt geile Ideen. Hast Glück heute, gell? Hey, nach der ganzen Strampelei haben wir uns so ein bisschen Schokolade verdient. Ich hab noch was für euch. Echt? Ah. Maria. Hier, das nehmt ihr mit und dann macht er, guckt doch mal, was er damit hat. Ciao, mein Lieber. Macht's gut, viel Spaß. Danke. Hier sind die Gewächshäuser.
Und hier Tomatenhaus. Hallo, servus, na? Hallo. Schön, dich zu sehen. Ist ich bin der Ralf. Kerstin. Sehr schön. Ich habe nämlich gesagt, hier, ich will immer ein bisschen Thüringen präsentieren. Mhm. Und ihr gehört ja definitiv als feste Adresse in mein Repertoire mit Gemüse. Ja, wir gehen erstmal ins Tomatengewächshaus, würde ich sagen, oder? Na? Super. Ich habe Ralf auch vorgeschwärmt hier von der Basilikum-Auswahl, die ihr habt. Ja, wir haben wirklich viele Sorten. Der ganz normale ist hinter euch hier im Gewächshaus. Ja. Und kleine Pflänzchen. Salatblätter. Ja, genau. Und die ganzen anderen Sorten haben wir im nächsten Gewächshaus, die kann ich euch mal zeigen. Ja, klar. Ja, bitte. Hier haben wir zum Beispiel den Zitronenbasilikum. Könnt ihr ja mal dran riechen. Auch gerne mal probieren. Oh, so, jetzt auch, wo du durchgelaufen bist. Ja. Krass. Mega. Also man schmeckt es wirklich, ne? Dass es wirklich ein Zitronenaroma hat. Lecker. Wahnsinn, wie intensiv die sind. Also ja, das finde ich ja, umso besser das Ausgangsprodukt, umso einfacher hat es natürlich die Köchin oder der Koch. Weil das ist halt richtig gutes Zeug. Kannst du ja heute mal zeigen, was in dir steckt, weißt du, am Herd. Entschuldigung mal, ich dachte, ich bin Gast und werde und darf heute was lernen. Schaut mal, hier habe ich eure Kisten schon bereitgestellt. Na schön. Sieht mega aus. Ach. Herrlich. Ich liebe solche top organisierten Läden. Also Mädel, dann darf ich jetzt einladen? Ja, wir laden zusammen ein, oder? Nimm die große Kiste. Ich helfe euch auch. Aber da können wir was Schönes kaufen. Das ist super. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Forsthaus in Verode und hier im Wald öffnet sich schon meine eigene Welt. Viele unzählige Vögel, weil ich sage ja immer, Natur ist Medizin. Und wenn wir abbiegen, kommen wir die Einfahrt rein und ihr werdet sehen, das Forsthaus ist wunderschön gelegen. Und hier ist doch mega schön. Habe ich dir zu viel versprochen? Sehr schön. Na, bist schon hier. Hast du uns gehört jetzt, wie wir vorgefahren sind? Hallo, ich bin der Ralf und herzlichen Glückwunsch nochmal zur Försterin des Jahres. Dankeschön. Ja. Schön. Das ist lieb von euch, danke. Hat's geklappt, weil ich hatte ein bisschen Wild bestellt. Wir haben was da, das ist schön, super. Ich freue mich. Zeigst du uns gerade mal. Ich habe nämlich so vorgeschwärmt. Kommt rein. Ah, schön kühl, perfekt. Oh. Und schau mal, das ist wirklich echt hier so ein Laden, kann jedermann her. Echt für einen Endverbraucher gemacht, gell, total schön hier. Kleine Auswahl an hübschen Produkten und natürlich wild. Ja, schau mal. Also auch für den Hausgebrauch. Ne? Also nicht nur die riesen Wildschweinkeule. Naja, riesig ist sie jetzt nicht. Ja, weil eben Schmort ist. Aber eben auch in kleine portionierte Dinge, ein Wildschweinrücken eben. Ne? Alles so ein bisschen für den Hausgebrauch. Ja. Also nicht die große Gastro-Portion. Ne? Ja, perfekt. Das ist ja super. Und ihr habt aber auch nicht nur rohes Fleisch, sondern ihr habt auch so Wildbuletten, Hirschzipferl, Wildbratwurst. Genau. Willst du welche mitnehmen? Unbedingt. Oder? Dann ist er ja. Also so ein paar Hirschzipfel und Wildbratwurst hätte ich auch echt gerne. Packt uns die nachher einfach zum Reh, wenn er die liefert. Gerne. Also die sind äußerst lecker. Das sind Hirschwürstchen und die Bratwürste. Ich bring euch die mit heute Klassiker. An. Klassiker. Danke. Nee, super. Du wohnst ja schon in einem Schlaraffenland, gell? Kann man so sagen. Und ich weiß, wir müssen los. Ja, unterschätzt. Ja, ich mache ein bisschen. Weißt du, wir müssen noch kochen. Also, ja, alles klar, ich verstehe das. Fried! So eine Begrüßung. Essen gern. Ja, sind wir wieder da. Und, war jetzt eine ganz schöne Aktion, ha? Ey, es war wunderschön, das war das Highlight des Tages, jetzt diese Radtour, wirklich. So, jetzt haben wir aber ganz schön zu buddeln, gell? Ja, für 12 reicht es bestimmt. Also ist so, ich habe tatsächlich ein paar Freunde eingeladen. Ich habe gedacht, wird netter, wenn wir heute Abend so ein kleines Sit-in zusammen machen. Gute Idee. Ja, und jetzt in die Küche? Genau, ab zum Schnippeln. Schnippelst du?
Mensch, ihr seid ja schon alle da. Servus. Also ich freue mich total, dass ihr wirklich alle heute erschienen seid. Und Ralf, komm mal mit ran. Der ist ja schon schwer am Kruzeln. Hier quasi, du bist unser Stargast heute. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, Thüringen von der besten Seite zu präsentieren. Also ich bin fast ein bisschen neidisch, dass Sie alle hier wohnen dürfen. Zum Wohle, auf das schöne Leben, gell?